geworden. Ich bin Cheater. Nee. Was mache ich denn jetzt mit diesem blöden... Die sollst du so aufstellen, dass sie nachher gut aussehen. Können sie das? Habe ich mir gedacht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Kackblume heißt. Ah! Vor in Kanade. Doch, hab aber dafür alles jetzt. Los, komm. Hier. Ab ins Wasser mit dir. Na. Komm nicht hoch. Ich will nichts hören. Nee, Miri. Nicht mal Ritz und Puttmann. Ja, was fehlt da noch? Mist. Welche Farbe fehlt? Braun fehlt noch. Ah, da. Katze, mach keinen Scheiß. Yay, da ist die vollen Kanacke. Kanade. McVogel. McVogel. Weißt du, wenn Miri nicht immer so einen Blödsinn sich ausdenken würde? Was für ein Blödsinn? McVogel. McVogel ist kein Blödsinn. Doch schon irgendwie. McVogel ist McVogel. Du mit diesen blöden Schubladen. Und vor allem, dass du die vorne Kiste gebaut hast. Was soll das denn? Du hast gesagt, ich soll sie da hinstellen. So behindert. Ich hab dich gefragt. Habe ich, Zuschauer, habe ich. Ja, aber... Ich habe sie gefragt. Ich habe gesagt, du sollst sie so hinstellen, dass es nicht scheiße ist. Und so ist es scheiße. Hab sie gefragt. Das ist totale Scheiße. Hab gefragt. Riesen-Balui-Scheiße. Nein, das ist gemein. Nicht bei Louis Scheiße, nur ein bisschen. McVogel, jetzt habe ich Hunger auf Star Wars Hühnchen mit einer Prise Mauerstaub von Balmorra. Nicht mein Kopfhörerkabel, geh weg. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen aus meinem Mana-Ring hin. So, jetzt habe ich hier, müsste ich theoretisch Rack haben. Wenn die blöde Blume das denn nehmen würde. Warum nimmt sie das denn nicht? Bist du dumm? Das nicht. So. Kriegen die Mobs davon Raggen? Nicht im Ernst, oder? Die kriegen auch Rag. Nee, kriegen sie nicht. Okay, ein Glück. Ein Enderman! Hilfe! Hier ist ein Enderman! Hilfe! Warum? Hilfe! Oh, Prodi Fits! Followt uns. Willkommen bei unfähigen Hutenkillern. Könnt ihr mit ihm. Los! Zweikampf! Oh! Der war schon halb tot. Du hast da einen Pfeil im Bein. Out. Warum? Da kommt jetzt was Bandes. So, ich brauche jetzt 9. Ich brauche 18 von den scheiß Dingern hier. Das ist ja super. Und was ist mit diesem Kisten? Oh. Nein! Nein! Ich wollte mein Item da nicht rein. Gib mir mein Item zurück. Nein! Wer? Das blöde Oak-Ding, was du mir dahin getan hast, das hat einfach meine Kiste gefressen. Gefressen vor allem. Nein! So, jetzt müssen wir theoretisch... Schon wieder. Jetzt muss ich vor allen Dingen... Oh, ich muss mich so viel von den scheiß Dingern bauen. So nervig. Oh. Yay, erstes Late. Das muss ich jetzt 18 Mal machen. Ist das nicht ein Kackjob? Haben wir das Leben schöner vorgestellt. Psst, Katze. Mann, oh Mann, das Leben ist schön. Das kann man bestimmt nachher auch noch ein bisschen automatisieren. Dass ich das nicht die ganze Zeit machen muss. Katze, du hast mich umgebracht. Oh nein, Blut ist leer. Dein Blut ist leer? Das Blut hier in der Maschine, in dem Dein Altar. Dein Blut ist leer? Aha. Na da. Das ist gar nicht nervig, ist dieses hier zu machen. Kein bisschen. Wer hatte die Idee, dass ich mit Blood Magic anfangen soll? Geh die Schäm. Geh in den Keller und schäm dich. Armer Zuschauer. Nix armer Zuschauer, der hat gesagt, bin du mein Blood Magic. Genau wie alle wollen, dass ich wieder mit dem Scanner arbeite, aber Miri will nicht. So gemein. Aber du fällst dann mit den Abgrund runter, das nur zu deinem Besten. Was, wenn ich in den Abgrund falle? Nee. Wenn ich nicht mit Blood mit
Taubkraft-Spiele. Ja. Aber Taubkraft ist so cool. Grüß mal die Katzen. Luna, Piri, Zindus, schöne Grüße von HMV 003. Ich soll Maut sagen. Zurück, ja. Wenn ihr Mana behalten wollt, müsst ihr den Mana-Spreader abbauen, der auf den Altar zeigt. Der verbraucht doch gar keinen Mana. Der verbraucht nur dann Mana, wenn der Altar eingesetzt wird. Oder vertue ich mich da wirklich so sehr mit? Melli, ne? Melli findet alles gut, was ich mache. Aber Black Magic, voll cool. Wahrscheinlich, selbst wenn ich sagen würde, oh, ich springe jetzt hier von der Plattform, bis ich alle Items verliere, würden Melli sagen, oh, von der Plattform springen, ist voll cool. So gemein bist du. Wäre ich? Bin ich gemein. Da kann man Flight Potions herstellen. Ja, okay, dann ist es cool. Dann kannst du nicht mehr von der Plattform springen. Wie, du weißt das nicht mit den Katzen? Oh nein. Nein, Xeneron war das. Oh nein, Entschuldigung. Xeneron, ich soll... Scheiße. Xeneron, Entschuldigung. Soll dir von den Katzen Mau sagen. Konnte ich das nur durcheinander bringen? Oh, Zindus, nicht rumnerven. Nur weil dich einer mal gegrüßt hat, heißt es nicht, dass du jetzt durchdrehen darfst. Creeper! Tschüss, Creeper. Ist mir zu gefährlich. Daher springt er mir hier noch alles in Luft. Oh, wir haben eine Mail gekriegt. Das ist nicht toll. Was hast du gekriegt? Ah, wir haben eine Anfrage für Platinen gekriegt. Das ist nicht super. Ist immer gut. Neue Arbeit für die Firma. Mehr Blut im Altar. Ich könnte das mal Mirian drücken und so lange drücken lassen, wie sie stirbt. Kennst du Geometry Dash? Nee. Miri, kennst du das? Wo? Meine... Nein, wo ist meine Axt hin? Was? Was machst du denn da? Sie ist weg. Ich habe Rechtsklick aus Versehen auf so eine Kiste gemacht und jetzt ist meine Axt weg. Sie ist einfach weg. Wie ist es? Sie wird nicht vorne angezeigt. Ich habe meine Axt. Das ist eine von den ganzen Regalen, ist jetzt die Axt drin, oder was? Nein, aber das sieht man ja... Oh, das sitzt da auf dem Boden. Er hat sie wieder freigegeben. Oh Mann, Miri. Das ist nicht meine Schuld. Du hast die blöden Dinger gebaut, die meine Axt gefressen haben. Mach mal Sacrificial Dagger, damit kannst du Mobs töten. Ja, werde ich ja gern schon gemacht, aber ich durfte noch nicht. Es ging nicht. Es ist erst für... Dafür brauche ich schon Tier 2, Alter. Also die ersten Runen muss man leider ätzend bauen. Warum sind manche von diesen Dingern zwei Blöcke groß und andere nur ein? Weil es die in unterschiedlichen Größen gibt, habe ich mich erschreckt. Stone, herzlichen Dank für deine 5-Euro-Spende für meinen Imperator und seine My Lady. Miri, meine My Lady. Deine My Lady. Meine My Lady. Dankeschön. Dankeschön für die Spende. Voll cool. Nur mich nicht bitte mehr so erschrecken. Ist schon spät. Muss noch schlafen gehen heute Abend. Jetzt reicht das nicht, ne? Jetzt habe ich nicht genug Klingstone. Das gibt's nicht. Es fehlt immer irgendwas. No. Immer. Fast hätte ich meine Runen zusammen. Aber nein. Da sagt das Spiel wieder, nö. Mach mal ein paar mehr Steine. Brenn mal ein bisschen was noch. 6 Cleanstone. Ich brauche noch einmal 6. Kann man noch eine Rune bauen hier? Haben wir gleich zusammen wieder eine Quest erledigt. Baralex kann jetzt fett im Kartellmarkt shoppen gehen, zum Beispiel Raketenschuhe und in Dungeons fliegen zu können. Yo! Klar, natürlich kann ich in Dungeons fliegen. Mhm. Sonst noch mal Wünsche. Ich finde, das hört sich gut. Das wäre zwar cool, aber ich glaube, so weit sind die im Spiel dann noch nicht, um einem so einen OP-Vorteil zu verschaffen. Yay, die nächste Cobblestone. Nächste Mussi-Stone. Was? Nächste Moos-Cobblestone. Wenn wir 9 Stück zusammen haben, haben wir wieder eine Quest fertig. Ich hab schon 6. Ist das nicht toll? So langsam schaffen wir alle Quests. Oh, meine Maschine arbeitet nicht mehr. Ist das gut? Nein. Nee? Nein, nicht gut genug. Ja. Gravel. Wer rrrt denn hier die ganze Zeit? Sie antwortet dann Antwort auch immer. Dann Miri, Nacht. Nacht. Gute Nacht. Schlaf Nacht. Gut.
Xeneron, ich bin ja von Spenden auch nicht wirklich angewiesen. Das ist ja alles, das ist vollkommen freiwillig. Es muss ja auch kein Mensch irgendwas an Geld bezahlen oder sowas. Ich meine, ich arbeite den ganzen Tag, um Geld zu verdienen. Das, was ich hier abends mache, ist aus Spaß einer Freude. Ich muss davon zum Glück nicht leben, nicht meine Miete von bezahlen oder sonst was. Das ist einfach nur... Oh, jetzt habe ich einen zweiten Eimer. Wow, das war so schlau von mir. Mal wieder nicht. Okay. Wenn ihr das macht, ist es... Warum nimmt der Lava aus dem... Warum? Ist es voll nett, wenn ihr mich damit unterstützen wollt. Das finde ich immer voll cool. Aber ich muss halt keine Miete oder sonst was davon zahlen. Wie andere. Gibt so Leute, die leben halt davon. Und ich bin trotzdem sehr dankbar für jede Spende, die ich kriege. Dann können wir uns bald eine neue Waschmaschine kaufen. Oder sowas in der Art. Wir machen einfach Spendenziel irgendwie Haushaltsmöbel. Schrank, Kleiderschrank. Keine Ahnung. Was hält uns denn noch so ein? Kühlschrank, neue Küche, sowas. Das ist super, oder? Mhm. Das wären Spendenziele, die sich lohnen. Ich bin einer der wenigen YouTuber, dem du gerne mal was spenden würdest. Wow. Wie kommt's? Wie komme ich zu der Ehre? Yeah, eine. Okay, Blank Slate Quest. Okay, das was? War jetzt einfach. Oh nein, ich hab. Ach, warum kriege ich die denn jetzt noch umsonst? Du hast gerade die Katze zu Tode erschreckt. Wer, ich? Ja. Würde ich nie machen. Hab mich halt gerade geärgert. So, wir müssen jetzt noch, ja. Das ist überhaupt gar nicht logisch aufgebaut, dieser Baum hier. Die Community bezahlt den Haushalt, ist klar. Ja, genau. So läuft's. Was ist denn der Altar-Diviner? Okay, das kenne ich überhaupt noch nicht. Kenne ja viel von Blood Magic. Die Sigils kenne ich zum Teil, aber den Rest ist schon ein bisschen Self-Sacrifice-Rune, Effizient-Rune. Ah, viel Zeug auf jeden Fall. Ganz viel Zeug? So viel Zeug. Alchemie, das müssen wir unbedingt mal machen, dann kriegen wir noch cooles Zeug zusammen. Ja, pass auf, wir bauen jetzt noch schnell den Altar auf, das ist ja nur noch eine, oder, Monster. Monta? Monta? Monta. Ich muss einfach nur die paar Runen austauschen gegen Blutrunen, dann habe ich noch meinen nächsten Stufenaltar. Und dann kann ich meinen Sacrificial Knight machen. Knight. Warum Knight? Knight? Black Knight? Black Knight. So, 1, 2, 3. Und das müsste jetzt mein Tier 2 Altar sein. Ist ja nicht cool. Man sieht keinen Unterschied, aber es sollte so sein. Ich würde keinen unterstützen wollen, der nicht arbeiten geht. Meine Meinung ist, nehmen wir mal an, einer ist Erzieher im Kindergarten und irgendwann macht der YouTuber als Hauptberuf. Da würde er ein guter Erzieher wegfallen. Ich denke ein bisschen weiter. Stell dir das mal vor, dein Kanal wird gehackt und gelöscht. Hast du ein Problem, dann ist der Job weg und das war's mit dem Geld. Ja, dieses vage Handeln mit YouTube ist sowieso... Wer weiß, was mit YouTube in den nächsten Jahren passiert. Ne? Ja, entweder es geht eskaliert, aber guckt euch mal die Aufrufzahlen von Minecraft oder so aus. Wenn du jetzt nicht gerade Revi oder Ungespielt bist, guckt euch die YouTuber an. Also im Moment gehen die Aufrufzahlen, was so gewisse Spiele angeht, ganz schön in den Keller. Du musst halt wirklich sehr, sehr mega kreativ sein oder irgendwas finden, was noch kein anderer macht. Und das ist heutzutage gar nicht so einfach. Deswegen, das war auch nie mein Bestreben, einfach nur das hauptberuflich zu machen. Das geht einfach nicht. Es ist halt so ein bisschen Hobby, abends mal nur eine Stunde zu streamen oder zwei oder drei. Wie lange streamen wir eigentlich? 2 Stunden. Okay, wir müssen jetzt gleich auch aufhören. Aber es ist niemals ein Hauptberuf.
Wir haben ein Leben gekriegt. Hast du Pling gehört? Pling. Was haben wir gekriegt? Ein Leben. Spürst du es in dir? Das schöne Leben, das Hoffnung bringt. Oder so in der Art geht das doch. Falsch rumgebaut. Current Essence, 0 Life Points. Das ist super. Kann ja sehen, ob mein Altar Level 2 ist. Ja, ist er. Perfekt. Ist er? Ist er. Er ist es. Ich bin so stolz auf dich. Ja, und ich erst guck mal, wie schön ich die Kisten an. Ich guck mir jetzt nochmal an, was Miri gemacht hat. So schön ist das. Ich hab's mit Basti verglichen. Was? Wie? Basti hat es so gemacht? Okay, interessant. Was machst du? Ne? Ah, sieht doch cool aus. Ich hätte jetzt nur die bunten alle in die kleinen gemacht und die. Aber kreativ ist es. Voll cool. Findet ihr auch, oder? Das Muster ist voll cool angeordnet. Witzig. Warum hat Miri deine Welt von Tomodachi gelöscht? Was? Ach so, Basti ist Erzieher. Ah, ja, okay, ich verstehe schon. Okay. Cool. Ja. Warum hast du dreimal weiß? Da passt immer nur ein Stack rein. Und wir haben 3 Stacks mit weiß. Wirklich? Da passt immer nur ein Stack rein? Nicht im Ernst. Doch. Was ist das für ein Scheiß? Ha, okay. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, bist du bei Varo 4 dabei oder machst du den Shuffle? Wie den Shuffle? Oder ich mache den Zander, der auch nirgendwo mehr dabei ist. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Heute mit dem ganzen Video. Wenn ihr noch mehr Agrarian Skies gucken wollt, müsst ihr unbedingt auf YouTube vorbeigucken. Da gibt's die alten Folgen. Ja. Und die noch älteren. Und die neuen. Und die neuen. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Ich danke für die coole Unterstützung. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die lieben Spenden. Danke für Miri. Guckt auch bei ihr auf dem Kanal. Ne? Die macht so coole Pokémon-Spiele. Und tja, ich würde sagen, der nächste Stream, mal gucken, ob wir die Woche nochmal Star Wars streamen oder nicht. Das werdet ihr ja sehen auf YouTube, Twitter, Twitch. Je nachdem, ob ihr uns folgt oder nicht. Wo auch immer. Genau, wo auch immer. Dankeschön fürs dabei sein. Danke für alles und habt noch einen wunderschönen Abend. Dich. Ja, danke schön. Ja, so lieb von dir. Und danke jetzt zum Ende. Und bleibt schön feurig. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.